Gizmo, Emmy und Topaz. Diese drei Katzen suchen ein neues Zuhause. Den Anfang macht Gizmo. Der Kater ist im Mai 2015 geboren worden. Durch sein schwarzes Fell fallen seine strahlend grünen Augen besonders auf. Er ist sehr anhänglich und verschmust. Gizmo kann auch in einen Haushalt vermittelt werden, wo schon eine andere Katze zu Hause ist. Sein neuer Besitzer muss aber besonders aufpassen, denn er büxt gerne mal aus. Emmy ist ein wenig das Gegenteil von Gizmo. Die 6 Jahre alte Katze ist anfangs eher zurückhaltend und vorsichtig. Mit der Zeit wird sie aber zutraulicher. Trotzdem ist sie eigenwillig und setzt ihren Kopf durch. Daher sollte sie von einem katzenerfahrenen Menschen aufgenommen werden. Der dritte im Bunde ist Topaz. Der Kater gehört zur Rasse orientalisch Kurzhaar. Seine Fellfarbe nennt sich Black Tabby. Er wurde 2013 geboren. Topaz braucht ausgiebige Streicheleinheiten und lässt sich auch gerne hochnehmen. Der Kater ist ein wahrer Stubentiger, denn er ist nur für die Wohnung geeignet. Wer einem der drei Sampfpfoten ein neues Zuhause bieten will oder einfach Fragen zu den Tieren und zum Tierheim hat, kann morgen und übermorgen ins Cottbus Center kommen. Denn hier hat das Tierheim einen Informationsstand aufgebaut. Über mitgebrachte Spenden würden sich die Mitarbeiter freuen. Speziell Nassfutter und Katzenstreu werden immer gebraucht.